Folge 1907, Freunde in der Not. Patrick bekommt am Morgen erneut einen Konflikt zwischen Kevin und Diego mit. Woraufhin er endgültig die Faxen dicke hat und die beiden Streithähne versöhnen will. Zwar hat er keinen direkten Erfolg im Gespräch mit Kevin, hört aber durch Zufall, wie dieser Diego vor Luca verteidigt. Außerdem erfährt er, dass auch Diego eine wohlwollende Aktion für Kevin plant. Patrick wertet das als eindeutiges Zeichen, dass die Freundschaft zwischen Kevin und Diego noch existiert und lotst die zwei unter einem Vorwand zur alten Fabrik. Dort angekommen, merken sie, dass sie in eine Falle getappt sind. Werden aber gleichzeitig daran erinnert, dass sie sich einander immer noch tief verbunden fühlen. Es kommt zu einer emotionalen Aussprache und am Ende versöhnen sich die beiden. Zur Feier des Tages lädt Kevin seine Jungs anschließend in den Kiosk zum Anstoßen an. Aus dem einen geplanten Friedensbier wird allerdings schnell ein großes Aufgelage. Folge 1908, neue Wege in der Liebe. Marco ist maximal genervt vom ständigen Sex von Jan und Sophia. In seinen Augen kann da etwas nicht stimmen und er befürchtet, dass Jan Medikamente nimmt, um so oft zum Schuss kommen zu können. Marc geht der Sache nach, da er sich wegen Jans Herzproblemen Sorgen macht. Leider wird er beim Herumschnüffeln prompt erwischt. Als Marc daraufhin Jan vorsichtig zur Rede stellt und wissen will, ob er nachhilft, reagiert dieser schroff und gibt ihm keine Auskunft. Doch später zählt Marc gemeinsam mit Julie 1 und 1 zusammen minus. Und ihnen wird schlagartig klar, die beiden wollen ein Kind bekommen. Sie gratulieren Jan und Sophia anschließend euphorisch zu ihren Babyplänen. Allerdings scheinen die zwei weniger begeistert. Der Druck der ganzen WG, die nun immer nachfragt, ob Sophia bereits schwanger ist, hat bei ihren ohnehin schon schwierigen Bemühungen gerade noch gefehlt.